dieses Auto damals vorgestellt wurde, da hat das auch alles hinweggefegt, was man sonst in dieser Fahrzeugkategorie gekannt hat. Im Grunde genommen war es sogar eine ganz neue Fahrzeugkategorie, nämlich dieser Ford Mustang, die der Pony Cars, so hat man sie ganz später genannt, diese kleinen sportlichen Coupés. Das Auto, um es kurz zu machen, war letztendlich deswegen der absolute Knaller, weil es ein klassenloses Auto war. Wenn jemand so ein Auto hatte, dann war es wurscht, ob er Geld hatte, ob er kein Geld hatte. Kam auf Basis eines Kompaktwagens Ford Falcon genannt. Ha, General Motors hat erstmal gelacht, als sie dieses Auto auf den Markt gebracht haben, aber nicht lange. Und als man das Anfang 1964 vorgestellt hat, da konnte man sich gar nicht so schnell bergen, um diese Fahrzeuge zu produzieren, weil die Bestellungen immens groß waren. Überhaupt kein Wunder, bis heute ist der Ford Mustang eines der ganz großen Kultautomobile.